Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deathloop. Wir gehen jetzt zum süßen Nachmittag nach Frosted Rock, um zur Maschine zurückzukehren, um da jetzt die Piktogramme zu nutzen, um halt, naja, ein bisschen was mit Charlies Maschine zu tun. Ja, beim letzten Mal sind wir da ein paar Mal gestorben, ne? Weil die ganze Insel in die Luft gejagt wird. Danke, Fia. Du miese Sau. Aber hey, Charlie und Fia zusammen, das wird ein Spektakel. Jeden Tag aufs Neue. Wie lange weißt du, dass du meine Tochter bist? Warum ist das wichtig? Darum, die Frage macht mich einfach verrückt. Ah, weil du gedacht hast, wir würden... Ja, ich meine, nein. Das dachtest du schon vor dem Loop. Erinnerst du dich nicht mehr? Warum tust du das? Um dich zu schocken, dich leiden zu lassen. Das macht Spaß. Leute, warte mal, mittags ist schon so ein krasser Schneesturm hier gewesen. Ich dachte, es kommt erst nachmittags oder abends. Oder haben wir schon nachmittags? Warte mal. Haben wir schon nachmittags oder mittags? Ah, nachmittags haben wir. Ah, nee, alles gut. Ich wollte schon sagen, irgendwie kann auch der Schnee nicht so früh. Sei vielleicht nicht so laut. Warum nicht? Hoppala. Scheiß Mörder! Ach, stell dich nicht so an. Wir wollten das doch so. Die Künstlerin ist abwesend. Ja, weiß ich. Ich würde mich auch eigentlich eher verstecken. Oder ich weiß selbst nicht, was ich hier wollte, wenn ich ganz ehrlich bin. Was? Geht da mein Spaß? Oh, beide direkt ins Gesicht. Das tut natürlich weh. Sorry, Leute. Entschuldigung. Den kleinen Häppchen schneiden. Ja. Ich höre da einen... Ah, deswegen. Ganz viele perfekte Siegel. Lecker Schmecker. Hier war eine Batteriestation. Die habe ich beim letzten Mal... Ich glaube, das war die, die ich beim letzten Mal sogar gesucht hatte. Lol. Die Künstlerin ist abwesend. Ja, weiß ich. Auf einem Trip, bla bla bla. Wie war das nochmal? Genau, wir mussten hier außen rumlaufen. Da war das, genau. Wow. Klappe halten, Hirn. Muss ich kurz überlegen, wo wir lang müssen. Das war ja hier lang, ne? Andere Zeiten... Ziemlich schlechte Zeiten. Eine Menge Blut. Und kein Zurück. Charlies widerliche Maschine. Mhm. Hallo. Ah. Ja, okay, cool. Ich habe keinen Plan mehr. das erste von 4 Piktogrammen, das zweite, das dritte, das vierte. Okay. Kann ich mir Charlies widerliche Maschine vornehmen? Wie mache ich das denn am besten? Also das erste Piktogramm ist dieses komische Kreisding, Kreis und dann oben links, rechts und unten so ein Strich. Das wäre die Nummer 7. Rating für Input. Ja, ja, das zweite ist diese vier Vierecke und in der Mitte ein Fadenkreuz. Ja, bin ich gerade blind? Da unten ist es. Leute, ich habe das nicht gesehen. War doch das hier, ne? Ja. Die 4. Hä? Ach so, die ist ja nicht drin. Na dann. Ah ne, da unten. Ich wollte gerade schon sagen. Als drittes haben wir
Plus, dieses, ja, Rauten, Viereck gedrehte Ding oder außenrum diese komischen vier Kackdinger. Was ist das da? Die 25. Da. Und als vierte haben wir... Ja, wie ein Pfeil, wo auf beiden Seiten so ein gebogenes Ding ist. In der Mitte zwei Kreise. Das hier, ne? 16. Indem ich die Bänder 7, 4, 25, 16 einlege in dieser Reihenfolge. Das Versteck ausspähen. Was steht denn da für ein Text bei? Öffne dich. Es ist an der Zeit herauszufinden, was Charlie und Fia da drin so treiben. Das fragst du dich noch? Das ist nicht dein Ernst. Ein Spiel für zwei. Oh, wow. Zwei Umhertreibende, allein und eingebildet. Sie möchte, dass wir zusehen. Ach so. Okay. Alles berühren, auf das es werde alt. Hier entlang. Finde ich jetzt frech, du bist, ist gemein. Kein Empfang hier. Kein Geben, nur Nehmen. Sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu. Unter der Erde. Oh, woher machtest du meine Witze? Das sind echt dicke Rohre. Ob ich hier alles fluten kann? Wesen. Wesentlich. Rundherum. Es gibt ein Achievement. Schließ die süße Nachmittag ab. Heute ist heilig, findest du nicht? Soll ich das jetzt plötzlich beantworten? Vielleicht hast du jetzt so viel von deinem Gehirn freigelegt, Charlie. Hör auf damit! Du hast es mir versprochen! Hör auf damit! Lichter der Stadt so weit, weit weg. Hoffne ganz ohne Zweck. War in die Stadt downtown. Du bist hart und ich an deiner Seite. Frank hat den Song für mich geschrieben. Du kennst mich doch. Ich hab den Song geschrieben. Er hat mir die Akkorde. Oh, Charlie, wir sind welche von vielen. Zwei Spiegel, die sich gegenseitig spiegeln bis in alle Ewigkeit. Und in jedem Bild werden getrennt. Du und ich. Und deine behinderte. Du hast mich doch gebeten. Nein, angespornt. Du meintest, es wäre Addition durch Subtraktion. Und du hast auf mich gehört. Okay. Ich bin zugegeben, wann ich das treffe, was ich erwartet habe. Okay, wir haben es abgeschlossen. Ja, der hat die Teleporttafel, der hat die Verwüstungstafel und das war's eigentlich hier. Und wir haben jetzt hier das abgeschlossen. Können wir trotzdem ganz kurz gucken. Ich kann die Tür zu Charlies Blablabla jetzt öffnen, das ist cool. Aber wir haben auch Visionärhinweis bekommen und zwar 2 auf einen Streich abgeschlossen. Ich habe alles, was ich brauche, um in Charlies und Fias Turteltaubennest zu gelangen und beiden den Gar auszumachen. Ja. Eines Gehirns ist ein Roboter. Viel noch messbar als so. Was sind Sparta? Verdammter Two-Bit! Verdammter Two-Bit! Wie flutig ist denn hier? Wie komme ich eigentlich nach oben hier? Achso.
du auf jeden Fall. Ganz schwierige Angelegenheit jetzt. So. Kurz beide getötet. Easy. Verwüsterung, Finale. Oh. Pfeffermühle. Schwierig. Nein, er ist weg. Nee. Schade. Eine unschöne Trennung. Ja, ja. Das Problem ist, ich müsste da eigentlich wieder rein, weil meine Leiche so gesehen da liegt. Scheiße. Ich sag, wie es ist, du. Es ist echt mega ungünstig. Charlie, du miese Sau. Ich kann ja nur hier rein. Oh Gott! Das ist bis hierhin geflutet. Ja, das ist natürlich schade um meine Leiche und um die Teleporttafel. Außerdem konnte ich jetzt nicht sehen, was das Finale mir gebracht hat, weil ich da ein bisschen unter Stress war. Tja, Schwierig. Schade. Nun ja, nun ja. Dann bleibt jetzt wohl nichts anderes übrig, außer zu gehen. Wie soll ich denn die ihm wegnehmen jetzt? Toll. 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 Ich meine, es ist eh nicht so schlimm. Ist nur ärgerlich. Miese Prise. Warte, wo wollte ich nochmal hingehen? Ah, genau. Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Nachts wollte ich ja die Shotgun-Dingsen da. Oh, lol. Moin. Ernsthaft? Sag ja nicht ernsthaft, Mr. Ernsthaft. Wie ärgerlich. Hätte ich bestimmt eleganter lösen können, ich weiß, aber ich wusste leider nicht wie. Ciao. Ja, ich habe beide gekillt, leider nur einen aufgehoben, aber ich kann leider auch davon nichts wirklich von dem Residuum mitnehmen, weil das Residuum habe ich leider jetzt quasi, ja, verschenkt, mehr oder weniger. Okay. Immerhin das haben wir bekommen. Löst eine mächtige und zerstörerische Explosion aus. Ja, klingt auch ganz cool, aber ich finde Verwüstung selber halt irgendwie lame. Weiß ich nicht. Deine Magazine spucken Kugeln aus, die wie ein nimmervoller Beutel. Gruselig. Das klingt ziemlich interessant, ehrlich gesagt. Es ist Nacht. Ganz ehrlich, das hätte ich, glaube ich, gerne mal ausgerüstet. Statt Feuerhagel, weil die Feuerrate ist jetzt nicht so wichtig, sag ich mal. Da hätte ich, glaube ich, lieber jetzt mal ausprobiert, was die Magazinspucken-Kugeln aus wie ein immer voller Beutel so macht. Kann man sich mal angucken. Und wir gehen... Ja, unser Residuum ist jetzt weg, ne? Ist traurig. Naja, was willst du machen? Lässt sich ja nicht verhindern, wirklich. Wieso sind denn Abdam nur zwei Visionäre? Ich dachte, Ego ist auch da. Ach nee, stimmt, ich muss das ja alles von Tag dingsen, so. Nee, mein Fehler. Stimmt, ich muss das ja alles dann machen dann. Ja, Fristed Rock und Karlsbrot hat nichts. Wir wollten nämlich gehen nach... Ich hab's vergessen. Wo das war. Ey, es wären halt nur noch diese beiden hier übrig, ne? Weil die fünf und das haben wir. Sechs Stück haben wir abgeschlossen. Cool. Nicht das hier. Das hier.
Hier sind die Tafeln, die interessieren mich jetzt gerade alle eher wenig. Ob ich das da gerne noch machen würde ab und zu. Weil die finde ich auch super geil. Explosiver Preis. Wir müssen nach Karlsbucht. Da gehen wir natürlich hin, weil ich hätte schon gerne diese Shotgun. Die sieht sehr interessant aus. Die nehme ich. Das ist doof, mein Getränk ist leer. Sie werden mir nicht fehlen. Oh, wie kommt's? Liebe? Hier? Ach, hör doch auf. Das ist nur was für Leute, die nicht richtig im Kopf sind. Ah, da war jemand. Sag's mir, ich urteile nicht. Nur ein namenloses Gesicht. Oder ein maskiertes. War nicht dein Ding, was? Also ich meine, ich will nicht vorschnell... So falsch liegst du nicht. Okay. Lol. Achso, sie haben sich selbst in Luft gejagt. Stimmt, da war, ich habe gerade die Fähigkeit benutzt und dann platzen die beide auf einmal. Hab mich ein bisschen gewundert, bin ich ehrlich. Zweiten von Geschenken parat, die guten, die schlechten. Die, die in Luft fliegen. Ja, wir müssen jetzt Geschenke suchen quasi, ne? Okay, hier sind ein paar Leute. Aber Mädels, warum seid ihr eigentlich alle hier? Es gibt doch so schöne Partys. Hey! Bist du irre? Weiß nicht, was hier gerade anbietet. Miese Prise. Schwierig, oder Kumpel? Wenn die Freundin einfach da so platzt. Hm, du dann auch. Der auch. Okay, die Sniper gefällt mir wirklich gut. Die ist stark. Die Frage ist nur, wo ist dieses Geschenk? Ja, kein Plan. Was ist denn hier? Was ist denn das? Wofür ist das? Okay. Verstehe ich nicht ganz. Wo bin ich hier gelandet? Was habe ich hier gefunden? Lebendes Déjà-vu. Gestern war der erste Tag. Nur war vorgestern auch schon der erste Tag. Jeder Tag ist der erste Tag. Und jeden Tag schreibe ich diese Zeilen oder was ähnliches. Ich fühle mich als... Ach, keine Ahnung. Als ob ich einen Flur hinabblicken würde. Aber der Flur ist ein Tunnel und der Tunnel ist eine Schacht. Der mit Spiegeln verkleidet ist. Alles ruft, erweitere deinen Geist. Aber meiner ist kurz davor, wie ein angeschwollener Luftballon zu zerplatzen. Ich glaube, ich bin nicht allein. Ich glaube, es ist andere wie mich gibt. Jemand, der sich erinnert. Jemand, der es ebenfalls versucht. Für heute Abend bin ich weg Richtung Morgen. Finde meinen Code, wenn du gewillt bist, und folge. Okay, Pick erinnert sich an alles, bringt sich aber jeden Tag um. Pick hinterlässt mir am Abend einen Code, mit dem ich den Selbstmord in einem späteren Loop verhindern kann. Ist das dieser Code? Irgendwie? Weil wir sind jetzt ja nachts da. Nur was für ein Code? Und wie kann ich es nutzen? Weil hier komme ich nicht rein. Mach dir die Hände schmutzig. Ganz ehrlich, den verstehe ich jetzt irgendwie nicht hier. Hm.
Kann ich mit euch irgendwas machen? Ah, lol. Richtung Morgen. Colt, hast du meine andere Notiz bekommen? 6727 für die Tür. Ich musste den Rest dieser Penne aussperren. Kann mich nicht Nacht und Nacht um Nacht mit denen rumschlagen. Jede Minute hier tut so verdammt weh. Das Morgen ist nur eine Entscheidung weit entfernt. Jeder Loop ist ein Schritt Richtung Entkommen. Hoffe ich. Ich muss ja nicht glauben. Ich muss glauben, dass du echt bist. Das wäre so... Kannst du kurz vorbeikommen und Hallo sagen? Und auf Wiedersehen? Pick. 6727. Der Code für Picks Zimmer lautet 6727. Wir könnten uns in Picks Wohnung in Karlsbad unterhalten, wenn ich es rechtzeitig dorthin schaffe. Ja, ich meine, den Strom kriegen wir ja dadurch. Aber ich glaube, wir müssen dann... Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nachmittags hier hinkommen, oder? Sonst verstehe ich das hier nicht. Weil ich kann das Tastenfeld nicht nutzen. Dann muss ich es vielleicht irgendwie am nächsten Tag machen. Einem Korb, mit dem ich selbst mit einem späteren Loop verhindern kann. Ja, müssen wir halt im nächsten Loop dann am Nachmittag oder so wiederkommen. Dann will er. Dann verhindern wir seinen Selbstmord. Okay. Ciao. Oh, die ist geplatzt. Jemand anders kann sich drum kümmern. Ich habe keine Lust. Ist schon spät. Das Coole ist, die wissen nicht mehr, wo ich bin. Oh, das dazu. Tja, der Blick hat sich gerade ein bisschen aufgelöst. Alter, Jungs. Stehen bleiben, während ich snipe, ist halt echt nicht so smart. Wo ist er jetzt hin? Oh, hi. Ciao. Okay. Da scheint irgendwie eine Zeitverschwendung zu sein, sagen die. Hier in einem Deal Zeitverschwendung. Fand sie gut, ne? Gönnt euch. Alter. Na, das nenne ich ganz. Ach, die ist schon hier. Entschuldigung. Tut mir leid. Mehr oder weniger. Okay. Zeug. Noch mehr Zeug. Oh, riesengroße, leckere Happen hier. Alter, wie viel grillt ihr bitte? Für mich das Große, bitte. Alter, Junge. Krank. Die Frage ist nur, wo ist jetzt dieses Geschenk? Oder habe ich das falsch verstanden mit dem Geschenk? Also, weiß ich nicht, du. Ciao. Ich wollte gleich ein kleines Nickerchen machen. Bumm. Ja, das Nickerchen kam schneller, als du gedacht hast. Aber naja. Passiert eben. Was kommt denn nicht vorbei? Meinst du ernsthaft? Putz!
Leute, überlebt er? Safe. Kriegt 50 Kaliber in die Brust. Kein Problem. Oh, lol. Moment. Hat er eben kurz regeneriert? Ich bin fast tot. Alter, ich hab in Panik geschossen, nicht getroffen, bin ich schlecht. Da ist noch ein Schatz. Oh, hi! Lol, tschüss, da fliegt sie erstmal. Junge, Junge. Ich bin dran. Okay. Wenn du dran bist, dann helfe ich dir. Was denn mit dem Delivery gerade? Da kam doch gerade was gedingst hin. Was die Lampe, die so geflackert hat. Ach, kein Plan. Wo sind denn diese Kackgeschenke? Nicht so schwierig. Scheiß, gib doch auf! Hier wird schlecht, okay. Soll ich eine Sache bekommen? Der Hauptpreis geht an den Spieler, der jedes Geschenk öffnet und den Wald der Wehklage abschließt. Okay. Der jedes Geschenk öffnet? Aber die sind doch Fallen. Naja, gut. Das ist blockiert. Das will ich nicht. Okay, der blitzt zwar schon irgendwas mit Residuum, aber ist mir egal. Oh, ein Sandwich. Lol. Wenn das Sandwich so aussieht, nachdem du drauf schießt, dann ist es vielleicht kein gutes Sandwich. Huch, ich wollte nicht schießen. Ich wollte nur die Waffe in die Hand nehmen. Ach so. Ah. Ah. Okay. Ich denke mal, die blauen sind die, die schon offen sind. Oder so. Ich müsste jetzt ja gerade hier sein, ne? Eins, zwei. Ich will nur eben kurz kontrollieren gehen, ob die auch wirklich diese beiden sind. Alter, alles voller Blut hier. Das eine stand hier. Hat Boom gemacht. War ärgerlich für ihn. Das zweite ist da. Ja, das stimmt. Großer Rummel und nichts. Ja, bla bla. Okay, da hat er ganz recht gehabt, dass die da stehen. Ich meine, obviously. Das nächste Geschenk ist da. Und das ist schon gelaufen. Da in dieser Zwischengasse. Das heißt, da lang, dann die Treppe, Treppe und dann ist das Geschenk. Cool. Hätte ich mir vielleicht vorher angucken sollen, hätte ich nicht doppelt laufen müssen. Hä? Hä? Ist sie jetzt gestolpert? Okay. Wie vier? Bitte lächeln. Keine Sorge, liebe Kunden. Ja, ihr habt richtig gehört. Harriet hat mich auserwählt, um heute Morgen bei ihrer Eröffnungszeremonie zu sterben. Und natürlich können tote Menschen keine Masken machen. Aber habt Geduld, ich bin morgen wieder da, um eure Gesichter mit Masken zu verdecken, damit niemand sie sehen muss. Euer trockener Geschäftsinhaber, Geschäftsinhaber Amador Jack, meisterlicher Maskenlore. Okay. Also müssen wir hier am Nachmittag hin, um das zu verhindern. Okay, es gibt also noch ein paar Sachen, die wir hier machen können. Oh, cool. Ein perfektes persönliches Siegel. Ciao.
Hier habe ich auch am wenigsten erkundet gefühlt, ne? In dem Gebiet. Hier ist doch echt ganz schön viel. Oh lol. Ah ne, hier war ich aber schon mal. Oder? Ja, ich hab schon. Gib mal ganz kurz ein bisschen Shotgun-Munition. Das wäre echt nett. So, das nächste Geschenk ist da oben. Wie komme ich denn da dran? Schwierig. Na, kriegen wir schon hin. Magazin ist voll. Da oben müssen wir hin. Mit der Teleporttafel wäre das jetzt, glaube ich, ganz einfach. Aber ich glaube, ich komme auch so dahin. Ich rutsche gerade, ich kann nichts machen. Meint ihr damit hier? Oder höher? Ja, das Geschenk ist ja da. Es müsste ja weiter in die Richtung dann sein. Heißt, es müsste da oben sein irgendwo, ne? Schade, dann müssen wir weitergehen. Wie komme ich da hin? Da oben drauf. Das ist schon sehr hoch. Oder wo meint er das? Oder meint er hier zwischen? Das kann ich mir gut vorstellen, dass er hier zwischen irgendwo meint. Okay. Coitus-Zentrum, Alter. Was sind das denn für Linien? Leute, die haben da Teppich oder so hingelegt. Alter, what the fuck? Wie teile ich mir meine Zeit ein? Zeit. Eine in Gewebe eingebettete Fantasie. Man teilt sie ein wie das Meer. Man zieht Linien auf der Karte, malt sie aus. Aber was kommt dabei heraus außer einem blauen Klecks? Was ich zutiefst bedauere? Komm schon, Jules. Geil, Alter. Ich bin so zwischen den Zeilen. Sag ihm, dass ich schon immer etwas ausprobieren wollte, ich mich aber nie getraut habe. Darüber sollen sie sich die Köpfe zerbrechen. Wann wurde mir meine große Weitsicht klar? Meine Weitsichten, Jules, Plural. Letzte Nacht und morgen und in jedem Augenblick dazwischen. Alter, was ist hier bitte schon alles los? Hier sind ja voll viele krasse Gebiete, die ich noch nicht gesehen hatte. Hier ist echt übel. Hier ist ja alles. Also, rein vom Punkt her, wo ich selber gerne wäre, wäre das hier, glaube ich, mitunter eins der beliebtesten Orte. Das nicht in Ernst. Da gibt es einen Code für. Toll. Steht der bitte irgendwo hier? Das wäre echt nett. Joe, Kumpel, in dem Starkbier, das wir hier ausschenken, sind keine Ameisen. Das Schild ist nur bloße Show. Vier ist bis Oberkante Unterlippe zugedröhnt. Woher soll ich wissen, was das Schild bedeuten soll? Wenn du irgendwas findest, das ein Bier zappelt, dann fisch es halt raus. Seit wir hier sind, habe ich null Krabbelzeug gesehen, außer vielleicht Stielaugensehrling. Und was ich sicher nicht gesehen habe, waren irgendwelche riesigen ameisenköpfigen Frauen. Irreführende Werbung, wenn du mich fragst. Ich bin unterwegs zum Hangar. Mach die Fässer für mich nachher fertig und flipp nicht aus. Maurizio. Das Band ist sowas wie ein Beweisstück. Oh, hier war ich schon mal. War ich schon mal. Wir könnten im Bau landen. Aber das ist es wert. Wir werden immer wissen, dass wir Freundinnen sind. Du bist Ehrensponsorin. Stinkreich. Deine Mutter hat fast Dorsys Vater geheiratet. Hey, du bist eine Partnerin. Du musstest buchstäblich jemanden dafür umbringen. Ich meine, du hast
ganz unten angefangen. Ich liebe dich. Du bist so tapfer, wie eine waschechte Geschäftsfrau. Und du bist eine Königin. Die Welt ist scheiße. Weißt du das? Du verdienst Besseres. Tust du. Tust du. Wir, Schätzchen, wir verdienen einfach alles. Okay, ich glaube, wir müssen den Nachmittags mal hingehen, weil hier ist doch echt krass viel Zeug. Holy shit. Problem ist, ich brauche alle Geschenke und da komme ich nicht dran. Deswegen können wir es echt auch auslassen hier. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Weil ich bin hier eigentlich nur gegangen, nur wegen der Shotgun. Ich brauche da anscheinend noch einen Code für. Werden die Nachrichten eigentlich automatisch hier dann markiert? Komm, ist egal. Ja, das Ding ist halt, ich weiß es gerade nicht, wie ich jetzt da zum Geschenk kommen soll. Ja, im Spiegel. Okay, die Musik ist ein bisschen interessant. Alter, was für ein kranker Ort das eigentlich ist, ne? Also müssen wir safe nachmittags nochmal hin. Mal ganz kurz gucken, wie es so aussieht nachmittags. Wir haben ja doch einiges hier zu tun. Die Maskenwerkstatt und wir müssen Pick retten und vielleicht kriegen wir da ja nochmal den Code für den Raum da unten. Irgendwo durch den Maskenwerkstatt vielleicht oder so. Kann ja sein. Weil wo soll ich den Code sonst herkriegen jetzt gerade, weißt du? Ich würde hier am Nachmittag nochmal hingehen. Was für eine kranke Scheiße, ey. Bringt mir nichts. Ja, das Problem mit dem Geschenk ist, es jetzt ein bisschen ärgerlich, dass es da halt hinter diesem Ding ist, ne? Schwierig. Naja. Cool. Wir sind entkommen. Dankeschön. Wahnsinn und super toll. Ja, hat sich jetzt irgendwie nicht so wirklich gelohnt, wenn ich ehrlich bin. Klar, wir haben jetzt ein paar neue Informationen bekommen und so, aber... Neun Siege bekommen, echt jetzt? Krass. Lame. Gehackte Geräte sprengen. Krass. Erhöht enorm die Reichweite, bla bla. Feuerrate in der Waffe erheblich. Durch Flügen und Kraftsauger. Ja. Ja, was können wir denn anreichern überhaupt? Weil. Das ist Quatsch. Nur Residuum. Dumm. Okay, die mache ich auf jeden Fall weg. Ja, die habe ich alle nicht, ne? Schwierig. Oh, erhöht die maximale Gesundheit stark. Lol, das habe ich gar nicht mitbekommen, was ich das bekommen habe. Das ist ja gut. Ja, das ist die niedrige Gesundheit. Schlecht, das ist kacke. Ja, interessiert mich nicht. Ja, maximale Kraft. Meisterhacker. Gerät in einem irren Tempo. Das klingt auch ehrlich gesagt ziemlich cool. Wo hab ich denn die beiden her? Hab ich gar nicht mitbekommen. Lol. Ja, schleichender Tod, Revolverheld, das da, guten Rutsch, Hinterrücks, wie auf Federn. Aber die beiden klingen ehrlich gesagt ziemlich gut. Nämlich. Waffensiegel. Ah.
Ja, beflügelt im Finale. Keine Kosten gescheut. Er hatte als Colt alle Verbesserungen für eine Tafel. Ja, war doch gut. Also hat sich zumindest in der Hinsicht gelohnt, der ganze Tag hier, indem wir jetzt da mal wieder neue Informationen bekommen haben und mal wieder eigentlich von der Ausrüstung her was Besseres haben. Wir können jetzt hier hingehen, weil das hier finde ich zwar ganz nett, das Stehaufmännchen. War ganz cool. Aber die maximale Gesundheit so krass zu haben, das ist schon wirklich sehr geil. Weil die maximale Gesundheit erhöhen, bin ich ein sehr großer Fan von. Da finde ich auch besser als diese ganze Heilung da. So. Mehr aushalten, mehr leben. Das ist beides schon mal, finde ich, Pflicht. Den Doppelsprung finde ich auch ganz cool, den würde ich gerne behalten. So, Heck gerät in einem irren Tempo. Finde ich, glaube ich, besser als Ujimene. Weil da kann ich die theoretisch auch schießen. Und die Generatoren, die brauche ich jetzt auch nicht mehr alle. Das war der einzige Grund, wofür ich hier die gebrauchen können. Also wirklich dringend gebrauchen können. Deswegen Meisterhacker. Dass wir schneller unterwegs sind mit dem Hacken. Und Doppelsprung. Damit habe ich jetzt eigentlich das, was ich brauche hier, perfekt. Klingt doch eigentlich ganz gut. Ja, Waffen sind eh schon gut ausgerüstet. Oder gab es irgendwas krass Neues? Ich glaube nicht. Nein, hä? Aber mir fällt gerade nicht ein, was. Ich habe jetzt gleich darauf geachtet, hat sich mein Magazin was geändert? Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Habe ich jetzt irgendwie vergessen, darauf zu achten? Keine Ahnung. Müssen wir gleich nochmal gucken. Ja, nicht hier. Ich habe da ja Sachen bekommen. Hallo? Beim Ether haben wir, glaube ich, nichts mehr. Hallo? Sacre bleu. Beflügelt. Genau, weil der Dropkick, den fand ich extra ziemlich lame. Beflügelt klingt da schon besser. Beflügelt und Reichweite ist beides, glaube ich, für einen Teleport zumindest ganz gut. Ether. Eigentlich natürlich Karnesie, weil Karnesie finde ich schon echt sehr cool. So, jetzt zum Morgen müssten wir eigentlich da zu einer Tussen hingehen, um da ein bisschen seine Dinge aufzuwerten. Weil unsere Ziele sind jetzt eh nur noch die beiden hier. Okay, uns wird das gerade nicht angezeigt. Nochmal ganz kurz neue Dingsen hier. Jetzt sind jetzt keine Tageszeiten angezeigt. Danke. Ah, ich muss erstmal das so machen, bevor ich da hingehen kann. Genau, das da morgens. Und hier nachts. Da ich die beiden Sachen aber ganz kurz stehen lassen möchte, gehen wir jetzt morgens einmal dahin, wo wir gerade eben waren. Mittags überspringen wir. Nachmittags gehen wir dann zu... Na, wir gehen jetzt hier hin. Weil... Das hier müssen wir nachts machen. Ja, ja, bla bla. Bla 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 bla. Ich möchte mich gerne das da machen. Ja, genau. Weißt du, wir müssen ganz kurz zu Harriet gehen, nur um die Tafel kurz abzusnacken. Weil die finde ich so cool, die Tafel, die würde ich gerne ein bisschen upgraden, wenn wir dann morgen eh nichts zu tun haben. Jetzt immer kurz vor Ende, kann man es ja ruhig mal machen, ne? Ich finde das Spiel echt cool gemacht. Also ich meine, gefühlt bin ich zumindest kurz vor Ende, weil wir haben die ganzen Quests fast abgeschlossen, weißt du? Weiß ich nicht, aber ich glaube. Ich finde es echt cool. Beschäftigt? Ich lese. Wirklich? Ich habe genug Bücher für drei Leben gelesen. Aber... Kein einziges geschrieben. Ich habe hier alles, was ich brauche. Eine wichtige Aufgabe. Zeit für Hobbys. Familie. Welche Familie? Ich lebe hier ein erfülltes Leben. Das ist kein Leben. Wir laufen im Kreis, schlagen Zeit tot. Cool. Wieso bin ich hier noch nicht reingelaufen? Ist ja witzig. Kannst du aufhören, hier zu sprayen, du Arsch? Okay, Harriet haben wir hier. Ja, der Automat interessiert mich nicht. Lieferstation. Okay. Was wäre, wenn ich jetzt um diese Uhrzeit da hingehen möchte, wo ich gerade eben immer war? Nee, nicht hier. Ein weiter.
hier drin. Was wäre, wenn ich jetzt in seinen Raum hier reingehe, weißt du? Brauche ich nicht. Oder geht das nicht? Nee, ist zu das Fenster. Erwischt! Ciao! Entschuldigung. Komm mal, Mittag geht ein Abdämpfer vorbei. Okay. Aber hatte ich schon mal gelesen irgendwann. Ja, es gibt hier so viel Zeug, weil ich schon gleich mal auf dem Schirm habe, ey, ne? Es ist echt krass. Das, ich finde es aber irgendwie interessant, dass sie das echt so hingekriegt haben, dass du auch hier 100 Mal durch die Gebiete durchgehen kannst und trotzdem was Neues findest. Das ist so cool. Ups. Schwierig. Irgendwer schießt auf mich, den ich nicht haben kann. Scheiße, oh Gott. Scheiße, Scheiße! Ups. Bitte lächeln. Hoffentlich nicht groß. Ja, die ganzen Lassen, ne? Nicht gierig werden. Nicht gierig werden. Okay. If you can hear their voices, it's already too late. Most fearful. Krass. Brauche ich nicht. Magazin. War ich denn voll? Warum bin ich denn voll? Wo hab ich denn Munition? Ja. Hau ab. Nee. Ey, nicht darunter rutschen. Wir müssen uns nur hätten. Ciao. Ei. Karamba. Bereit, bei dir. Ui. Ich bin immer mehr. Ach komm, nee. Ich geh jetzt weiter. Okay. Junge, Junge, hier ist was los, ey. Warum hier, Harriet? Okay. Ey, der Lebensbalken, so gefällt er mir ganz gut, ne? Sei vielleicht nicht so laut. Ach, rein da. Genau, auf dem Weg zur Schule. Boom. Würde nur ein bisschen Angst machen. Putz, Junge. Kann man das Gas in die Luft jagen? Das ist ja mega cool. Lol, das wusste ich gar nicht. Geiler Scheiß. Lol, ich könnte jemanden killen. Unter mir, okay. Könnt ihr bitte mal nicht auf mich schießen? Muss nachladen! Ach da! Oh, scheiß Mörder! Entspann dich, er stickt lieber an den ganzen Gas da. Dass man das Gas in die Luft jagen kann, das finde ich stark. Ich dachte eigentlich, kommt die wieder raus wie beim letzten Mal, aber man will sie irgendwie nicht. Das ist okay. Dann nicht. Eben ganz kurz ein Unglück verhindern. Hallo. Ciao. Ist sie jetzt unten oder was?
Warum denn? Oh mein Gott! Aua! Muni leer! Muni leer! Brauche Deckung! Ich lade nach! Ist die irre oder so mit dem Granatwerfer? Pack echt jetzt! Ah, die spinnt ja komplett! Ist die krank? Nächstes Verbesserung. Anziehung. Nächstes Geschoss visieren automatisch den nächsten Gegner an. Cool. Das war jetzt irgendwie nicht, was ich erwartet habe. Aber ist okay. Was hat denn eigentlich für eine Waffe bei gehabt? Das war doch ein Granatwerfer oder so, oder nicht? Nein. Ah, ist nur die Pistole. Er ist aber aus wie Granatwerfer. Weil irgendwie alles explodiert ist, über die er es geschossen hatte. Ich bin verstellt. Würde mich mal interessieren, was ist denn da unten eigentlich alles? Da waren wir nämlich auch noch nicht drin in den Hangar da unten. Wow. Erstmal die Munition verschwendet. Gebling! Die mit ihrem Blockieren immer, ne? Hallo, liebe Welt. Naja. Denke ich mir auch. Immer diese Wichser, ne? Hast du recht. Finde ich auch unverschämt. Ja, die Leben sind echt stark. Auf dem Stand, wo wir jetzt gerade sind, hätte ich gesagt, okay, krass, wir sind fast tot. Aber tatsächlich sind wir... Okay, da piept irgendwas. Tatsächlich sind wir eigentlich bei normalen Leben erst so Half-Life. Ist immer noch schlecht. Aber hätte schlechter sein können. Ach, du bist eine Waffe, lol. Ja, war auf jeden Fall ein langer Umweg hier, um die ganz kurz zu töten, aber warum nicht? Kurz immer heilen, man weiß ja nicht, was passiert. Kann ja trotzdem noch irgendwas kommen, kein Plan. Du hast ihn gesehen? Ja, jetzt nicht mehr. Ohne Augen sieht sich's schlecht. Naja, musst du ja wissen. So, hat sich gelohnt. Ein kleines Upgrade für die Torfel. Das macht eigentlich Sinn, ganz am Anfang erstmal Ausrüstung zu sammeln, aber irgendwie hat man es auch nicht wirklich gebraucht, sag ich mal. Irgendwie fand ich es auch ganz cool, so wie ich es gemacht habe. Nur würde ich jetzt gerne einfach... Ich brauche es ja nicht mal mit der Harriet jetzt eigentlich. Aber es ist ja cool, das dann trotzdem zu haben, irgendwie, finde ich. Betonkopf, Plasmakraft. Wenn du eine Kraft mehr hast, bedienen sich Tafeln stattdessen unglaublich effizient an deiner Gesundheit. Ja. Ach, lol, Alter, bin ich dumm. Das Mana-Zeug nennt sich ja Kraft. Ja, gut, habe ich aber trotzdem kein Problem bis jetzt mit gehabt. Dann ist Kraft ja für mich eigentlich irrelevant. Egal. Ja. Bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, bla bla. Okay, nichts Interessantes. Auch die Tafel fand ich jetzt irgendwie so halb cool irgendwie. Ist ganz nett, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so krass ist, aber habe ich mir jetzt irgendwie heftiger vorgestellt, ne? Muss ich ja ehrlich zugeben. So, haben wir natürlich jetzt auch einmal ganz kurz hier schön reingeschisselt. Ja, das war es eigentlich auch so an sich in den Dingen. Dann können wir jetzt, weil mittags habe ich gesagt, machen wir was? Ich weiß es nicht mehr. Weil es gibt ja einmal hier, dass es am Morgen ist, also Quatsch für uns. Hier ist es für Nacht, also die Quests sind für uns irrelevant. Gibt es im Arsenal was ich tagsüber machen wollte? Ja, 4 ist der Wüstungstafel, kannst du dir sonst wo hinschieben? Hm. Ne, wir können nur auf nachmittags warten gerade. Ja, cool, dann warten wir auf nachmittags. Und nachmittags wollten wir ja zu Dingens hier gehen. Karlsbucht, nochmal. Um da jetzt hier zu ihm zu gehen und zu ihm zu gehen. Einfach mal gucken, was passiert. Vielleicht ist es hilfreich, vielleicht kriegen wir einen Code, vielleicht kriegen wir das da. Weil dieses Geschenk mit der Shotgun, das würde ich so gerne noch haben, bevor ich da weitermache mit der Hauptquest.
Weil noch so eine andere Shotgun, weil die ist ja schon stark, weißt du? Aber wenn die da so eine eigene Quest für hat, erwarte ich viel. Das bringt nichts, wirst den Loop nie brechen. Das werden wir ja sehen. Ich bin besser, schneller, erinnere mich an alles, kenne deine Tricks. Aber ich lerne immer wieder dazu. Unmöglich. Unmöglich, okay. Ich wollte doch nur... Alter, was geht denn da ab? Was? Entschuldigung. Was war denn hier drin jetzt los? Hier ist einmal alles explodiert, oder was? Ah, lol. Eine kühne Wissenschaftlerin führt am Nachmittag in Kaltburg die eine nicht genehmigte Experiment durch. Ja, ja, habe ich gerade mitbekommen. Siegelanreicher. Das ist doch lange nicht genug Saft für ein Siegel. Okay. Ja. Forschungsprotokoll 1. Loop, Destabilisierungsgenerator, Infusionsmaschine und tragbarer Ernter sind einsatzbereit. Phase 1. Generator einschalten. Das sollte einen Riss im Raumzeitfeld erzeugen. Objekte mit anormaler Energie müssten sofort in unsere Zeit eindringen. Phase 2. Objekte oder Menschen neutralisieren, die durch den Riss kommen. Phase 3. Anormale Energie mit tragbarem Ernter aufnehmen. Wurde genug Energie gesammelt, tragbaren Ernter an die Infusionsmaschine anschließen und Phase 4 aktivieren. Mit dieser Energie stellen wir ein so mächtiges Siegel her, dass Wenchi Evans als Forschungsleiterin abdanken muss. Wenchis lassen dich grüßen. Okay. Frage? Wo ist der Schalter? Alle! Enge Kiste. Falsch. Krass. Also ich komme hier hin, um zwei Sachen zu machen. Dann kommt was komplett anderes. Putz. Okay. Was? Sagen wir weiter auf. Nicht runterrutschen, bitte. Ich brauche dich noch. Ah, lol. Okay, ja, die Strahlen, die habe ich jetzt auch gerade gesehen. Aua. Lol, ich habe mich gerade gerollt. Ist ja cool. Ciao, Jungs. Ich mach mal ganz kurz mein Gerät wieder, habe ich gerade abgestellt. Oh, oh. Aua. Die anderen drei sind in die Richtung. Hallo. Entschuldigung. Da. In die Richtung. Okay. Oh, lol. Nein, ich hab's verloren. Da ist es. Okay, Gott sei Dank. Hoffentlich nicht cold. Wieso kennst du mich jetzt gerade hier? Wieso interessiert es keinen, dass du aus der Zukunft, Vergangenheit, wie auch immer hier hingekommen bist? Okay. Den muss ich snipern, lass ich mal kurz sein. Okay. Okay.
Einmal aufsaugen, bitte. Nehmen wir alles mit. Das auch noch. Was auch immer das ist, es schließt sich gleich. Warte, ich will da hoch. Jetzt kommen wir uns einfach mal nah reingespawnt. Dich wird niemand vermissen. Doch, ich werde mich selbst vermissen. Nehme ich auch mit. Ah, okay, ich sehe auf der Anzeige, die habe ich gerade gesehen, da, an dem Licht sieht man's. Wir sind jetzt bei blau und episch. Also, es, natürlich bringt es mir jetzt gar nichts mehr. Für den Anfang wäre das cool gewesen, hätte ich mir wahrscheinlich selber epische Siegel anfertigen können. Ich dachte, es kommt irgendwas richtig Heftiges in die Nächste raus, aber so geht's eigentlich. Ich könnte natürlich jetzt auch die Sachen hier einsammeln und so. Oh, hi. Lol. Schick Geschützter. Aber ob das wirklich so sinnvoll war jetzt hier, weiß ich nicht. Mir geht's gut genug. Toll. Na dann. Ja, laut, ist was Blaues. Laut! Stand auf Anzeige auch drauf, also. Warum? Sollte man Pause drücken? Hä? Ja, hast du. Okay. Tschüss. Oh, Scheiße. Noch einer unter mir? Ich meine, müsst ihr wissen. Weiß irgendjemand, was da los ist? Oh Gott, wo kommt die denn her? Hey, guck mal, hier ist eine Treppe. Die ist jetzt offen. Hallo. Dran! Heftig! Okay. Hier! Moment. Ist ganz schwierig. Oh, das ist gut. Das waren doch plötzlich ein paar mehr Leute zu werfen. Brauche Deckung! Naja, Deckung, bla bla. Haben wir's dann? Oh, es gibt 4 Siegel. Okay, zugegeben, das ist ganz geil. Wenn es nicht nur eins gibt. Weil ich habe jetzt schon mit einer Enttäuschung gerechnet, dass es nur ein Siegel gibt. Das wäre echt ein bisschen ärgerlich. Aber hier sind wir jetzt reingekommen. Brauch ich nicht. Oh, wow. Hier war ich halt schon. Traurig. Wow. Ja, okay. Ja. War cool, aber ja. Auf Black Reef gibt es eine kleine Fischersiedlung. Ja, ich denke, was das für dieses Quiz ist. Aber ich werde, glaube ich, auch für dieses Quiz, das werde ich jetzt auch gleich machen, kurz nachgoogeln. Weil sonst müsste ich die ganzen Sachen alle raussuchen, dass wir es aufschreiben oder so, oder vielleicht merken. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Oh, lol. Hier war die Tür nicht offen, ne? Stimmt. Ziel im Blickfeld! Oh, Shotgun. Wollte ich gar nicht haben.
Ob hier vielleicht... Ach, guck mal, 64 Schuss haben wir dran statt 40. Jetzt hält's mir auf, mal endlich. Jetzt habe ich aber drauf geguckt. Ob hier irgendwo ein Code drin steht, wie ich die Tür aufkriege, das wäre echt cool. Weil hier ist ja in der Nacht ist dann eine Tür und dann ist hier das Geschenk hier drin. Steht natürlich nirgends vorbei. Kann ich aber dieses Tür zumachen irgendwie verhindern? Als ob das nicht hier drin steht irgendwas. Wäre doch schön, wenn es jetzt irgendwo einfach einen Code geben würde. Ja, wir gehen mal zu den anderen Dudes. Ey, die Soundkulisse, ne? Okay, ist schade, dass er jetzt geschlossen ist, weil das wäre mal etwas gewesen, das hätte man gut zensieren können. Alter, das klingt, als wären da irgendwie 10 Leute drin, krass. Oh, so, gehen wir mal hier hin. Hallo Meister. Noch kann man damit was anfangen. Okay, wir markieren die Sachen mal. Einige kühne Wissenschaftler führen am Nachmittag in Karlsburg ein nicht genehmigtes Experiment durch. Haben wir gemacht, das ist aber mittelmäßig. Ein Loop-Destabilisator holt Besucher aus anderen Zeitlinien herbei. Bla bla bla. Residuum einbringen. Stimmt, fürs Residuum wäre das natürlich auch cool. Ist ja quasi eine Residuum-Farm, fällt mir gerade mal so auf, lol. Die Siegelmaschine wird von Residuum angetrieben und das kann ich wiederum mit dem Ernter von Besuchern einsammeln. Ah, nichts geht über ein etwas Heimwerken. Schön. Der Code. Da gehen wir jetzt mal zuerst hin. Ich meine, ich war ja quasi schon da, aber wir gehen jetzt trotzdem noch mal zuerst hin. So. Hab ich eigentlich den Code für hier? Nee. Ach, Mädels. Was steht hier auch so komisch rum? Und ich höre die bis hierhin ihre Sounds abspielen, sag ich mal. Nicht gierig werden. Nicht gierig werden. Man muss sich uns nur helfen lassen. Hä? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Es gibt drei Informationen. Naja, okay, schön. Pick erinnert sich an alles. Hinterlässt mir am Abend einen Code, mich mit späteren Loops seinen Selbstmord verhindern kann. Der Code in Picks Zimmer lautet 6727. Wir können uns in Picks Wohnung in Karlsbad unterhalten, wenn ich es rechtzeitig dorthin schaffe. Ist doch Nachmittag und Abend. Oder ist Nachmittag schon zu spät und ich muss morgens und mittags hinkommen? Weil den Code kann ich hier nicht eingeben, offensichtlich. Ist doch jetzt schade. Tja, dann versuchen wir es mal am Mittag da reinzugehen. Das ist belastend. Dann gehen wir mal ganz kurz zu ihm hier. Oh, oh ja, cool. Die Keks, ey. Bitte lächeln. Ja, ist das denn nicht bitte lächeln, was ich hier haben möchte? Was ist hier oben? Okay, wo soll ich hin? Harriet hat mich ausgewählt, um heute Morgen bei ihrer Eröffnungszeremonie zu sterben. Und natürlich können Tote keine Masken machen, aber habt Geduld. Ich bin morgen wieder da, um eure Gesichter mit Masken zu überdecken. Das habe ich dann auch irgendwie falsch verstanden, oder? Um in Harriets Ritual als Opfer zu spielen. Wenn er tot ist, komme ich nicht da rein. Das kann ich doch sicherlich verhindern.
Oh. Hey, aber stand da nicht auch irgendwas von nachmittags? Also jetzt mal no joke. Finde ich jetzt irgendwie doof. Um Harriets Ritual des Opfer zu spielen. Ja, wie mache ich denn das am besten? Weil die muss ich ja morgens erkennen, dann ist sie aber schon eingesperrt da drin. Wie kriege ich das denn hin? Wenn ich da rumballer, dann ballern die da rum. Hä? Wie soll ich einen Amador retten? Also dieses Gebiet ist jetzt irgendwie das, also das Komischste, weil ich hier nicht weiß, was ich tun soll. Ich gucke mal eine Sache eben nach, und zwar wie ich den retten kann, weil da fällt mir jetzt gerade gar nicht so ein. Deathloop, Amador. Wie kann ich dem helfen? Wieso gibt es ein Video von 13 Minuten, wie man den retten soll? Warum 13 Minuten? Ist ja dumm, Leute. Amador the Maskmaker. Wenn in Deathloop, wann Deathloop, wenn die Spieler bereit sind, es mit Harriet aufzunehmen und anschließend Amador zu retten, müssen sie am Morgen nach Carls Bay fahren. War ich. Dort angekommen, markieren sie die Visionary-Führung für Harriet und nehmen sie den Ausgang aus dem Tunnel. Die Spieler müssen zu den beiden Hangars in der oberen rechten Ecke der Karte gehen. Harriet und Amador, The Maskmaker, befinden sich im Hangar 2. Ja, weiß ich. Da Spieler nicht aus allen Richtungen in den Hangar 2 gelangen können, führt der beste Weg durch die Hangar durch Hangar 1. Ja, weiß ich. Begib dich in Hangar 1 und wähle, ob du dir heimlich aggressiv kämpfen möchtest, je nach Spielertyp, Todes, Deathloop, Spielstil. Möchten sie vielleicht anders... Alter, was ist das für ein komischer Text? Der ist ja voll deutsch-englisch-mäßig, egal. Möchten sie vielleicht anders an die Hangar herangehen? Sobald sie sich im Hangar 1 befinden, gehen sie zur Treppe auf der gegenüberliegenden Seite von Hangar 2. Diese Treppe führt sie zu Spieler zu Gentry, der aus die Hangar betreten können, bla. Amador, der Maskenmacher, hängt an der Gantry mit einem nahen Feind voraus. Töte den Feind und benutze die Shift-Slap-Kraft. Okay. Um den Balkon zu erreichen. Auf dem Harriet spricht. Zielen Sie auf die weiße Leiste links vom Balkon, um nicht an die falsche Stelle zu wechseln. Dies gibt dem Spieler einen ungehinderten Blick auf den verschlossenen Raum, der von Lasern gesäumt ist. Finden Sie einen Winkel, um den Knopf, der die Tür zum Laserraum öffnet, richtig zu schießen. Kehren Sie zur vorherigen Plattform zurück, um nach unten in Richtung Harriet zu gehen. Wird schnell von zwei Internisten bewacht, die schnell erledigt werden müssen. Eine einfache Möglichkeit, beide Internisten zu töten, besteht darin, die nächste Slap-Fähigkeit zu verwenden, bla bla bla. Wenn die Spieler zuvor den Laden von Amador Maskmaker in bla 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 besucht haben, erhalten sie eine Mission, ihn von Harriet zu retten. Die Spieler müssen Harriet töten oder unterbrechen, bevor sie den Kran mit Amador in das giftige Gas senkt. Sobald die Spieler Harriet besiegen. Ich hab den Kran immer getötet, oder? Ups. Und was bringt uns das? Weil sonst brauche ich es nicht nochmal wiederholen. Sobald die Spieler Harriet besiegt haben, können sie die Steuerung auf ihrem Podium verwenden, um den Kran anzuheben und die Zapfsäulen auszuschalten. Amador der Maskenmacher ist wohl einer der besten Charaktere im Spiel. Daher ist es ein wichtiges Nebenziel, ihn zu retten. Mhm. Und was bringt uns das? Er ist einer der besten Charaktere. Mehr steht da nicht. Danke. Aber was bringt er uns? Hä? Ja. Okay, ich guck noch, ob ich noch eine andere Seite dazu finde, weil irgendwie würde ich das gerne mal machen. Aber ich weiß jetzt nicht, was das bringt. Saving Amador is not the main objective, bla bla bla. With a special reward, if players save Amador the Maskmaker during any run, they will gain access to the Maskmaker shop, which is locked otherwise. Ja, aber wie wär's, wenn du mir sagst, was er bringt und nicht nur, er gibt eine gute Belohnung. Keks, Alter. Eine vernünftige Antwort war schön. Hm.
How to save Maskmaker from Ritual, Sacrifice, bla 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 bla. Ich hab den halt immer mit einem Headshot getötet, ne? Fällt mir auch mal so auf, ist halt echt traurig. Okay. Mhm. Alter, die haben alle genau den gleichen Text drin. Also alles von den gleichen Leuten ist. Was ist mit denen? Nur was bringt der uns, ist die Frage. Es steht hier nichts dazu da. Wie dumm ist das denn? Die sagen nur, damit kannst du den retten. Beim Hausproblem. Der ist voll wichtig. Also wenn du das machst, du kriegst voll die krasse Belohnung. Ja, und was? Weiß ich mein so. Ist jetzt schon irgendwie ein bisschen dumm, wenn ihr mir das nicht sagt, ne? Idioten, ey. Also müssen wir früher hinkommen, nicht am Mittag. Nachmittag. Leute, ey. Ich probier's mal, ihn zu retten. Vielleicht kriegen wir's da hin. Aber was ich jetzt auf jeden Fall noch machen möchte, ist... hier war das. Dieses Ding. Und dafür google ich nach, weil die ganzen Informationen jetzt hier alle einzeln zu merken und in den Nachrichten nachzulesen, ist mir zu doof. Ja, war eins was. Was sind jetzt 10 Fragen? Ich meine, warum nicht? Sonst will ich das einfach überspringen, weißt du? How do you play? Bla bla bla. Wie wär's, wenn du einfach nur die Antworten gibst? Mehr will ich doch gar nicht. Okay, die Seite ist Schrott. Cool. Ich hasse es, wenn Leute nicht sofort auf den Punkt kommen damit, ne? Okay, all riddles hier. Vor Jahrzehnten spielten Kriegstreiber mit den Gezeiten der Zeit, die Black Reefs Küsten umspülen. Ihre siegeltragenden Tempel stehen still. Wie nannten sie ihr dem Untergang geweihtes Unternehmen? Operation Horizon. Das hätte ich, glaube ich, sogar gewusst, witzigerweise. 3. Vor der Ankunft von Eon war Black Reef im Eis erstarrt und wartete auf die neue eine neue Bestimmung. Wer landete damals in ihrer Küste und erweckte die Insel wieder aus ihrem Schlaf? Colt Van, Egor Zerling auf ihrer Entdeckungsreise. Regierungsagenten vom Mutterland. Ich würde sagen 2, ne? Vor der Ankunft von Eon. Ich guck mal ganz kurz gerade nach. Ja, Colt Van und Elon Serling auf Entdeckungsreise, ist richtig. Also 2. Harriet Morse ist die Torwächterin und Black Reef ist das Tor. Ein Schleier liegt über der Schwelle. Was werden wir entdecken, wenn er sich lüftet? Harriet Morse ist die Torwächterin auf Black Reef ist das Tor. Ein Schleier liegt über der Schwelle. Was werden wir entdecken, wenn er sich lüftet? Schmerz des Vergnügens, Kristallpaläste... Das große Jenseits, Rauchfahne für zerbrochenes, invertierte Ebene, diesen Raum hier, unser eigenes Spiegelbild. Ich tendiere zwischen 4 und 8. Ich würde sagen 4. Ich gucke eben nach. Harriet... wo ist das hier? Harriet Morse ist die Pförtnerin. Das große Jenseits. Ey, das wäre richtig gewesen. Cool. Ich verarsche mich nicht. Ich werde jetzt wirklich versuchen, das selbst zu lösen. Aber ich kontrolliere trotzdem nach, weil ich keine falsche Antwort geben möchte. Black Reef ist ein üppiges Fest für die Sinne. Welches alles übertreffende Werk überragt die Myriade anderer Beispiele künstlerischen Ausdrucks auf der Insel? Werk überträgt die toten Gebäude aus dem durchweichten Grundragen, Alexis Dorseys gastronomische Installation, die offizielle Beschilderung der Eon-Projekts, seine eigene Maske, Black Reefs Klippen der Schlucht, das für immer blaue Graffito, Nasekinnaugen von Charlie Montagu, die auditive Kunst von Gideon Fry. Gideon Fry, der Name sagt aber, ich sag 8. Keine Ahnung. Black Reef ist ein üppiges Fest. Ich guck mal ganz kurz nach. Black Reef. Gideon, reiches Fest. Nasekinn und Augen von Charlie Montagu. Okay, 7. Ja, cool. Hätte ich verkackt. Karlsbruch hatte in der Vergangenheit viele Gesichter. Die meisten davon sind in der Zeit verschollen, wie der namensgebende geheimnisvolle Karl selbst. Was war Karlsbucht vor der Ankunft von Eon? Ein Fischmarkt, das weiß ich, das hat auf dem Zettel stehen.
Muss ich auch gar nicht weiterlesen. Fischmarkt. Ich guck trotzdem nach. Karls Bay hat viele Gesichter getragen. Die meisten so verloren wie der mysteriöse Karl selbst. Was war die letzte Inkarnation für den Ankunft von Eon? Ein Militärflugplatz. Mist. Also eine Luftwaffenbasis dann, ne? Ja, hätte ich verkackt. Die wogenden, sich windenden Energien des Loops wurden genutzt, um uns mit Fähigkeiten zu beschenken, die über unser biologisches Potenzial hinausgehen. Woher stammen unsere Siegel und Tafel? Die Gezeiten haben sie in die Gestade von Blackreef gespült. Juliana Blake hat sie in verlassenen militärischen Labor entdeckt. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Montague Entertainment hat sie groß unterhalten. Blablabla. Sie wurden aus den Knochen des ersten Menschen geschnitzt, der die Anomalie betreten hat. Fia Zabrowska hat ihren Schema im Schlaf gemalt. Blablabla. Dr. Venji Evans hat jedes einzelne Objekt persönlich entwickelt. Sie sprossen aus dem Metallisten Blut gewässerter Erdboden. Kein Plan. Ich würde eher zu Dr. Venji hingehen, aber ich glaube, das ist nicht richtig, oder? Also die Wogenden, sich Energien, bla bla bla, bla 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 bla. Die sich windenden Energien der Schleife, bla bla bla, hier hab ich's. Dr. Venji Evans hat jeden persönlich entwickelt. Doch, ist richtig? Krass. Okay, 7. Cool. Grabt eure Zehen in die dunkle Erde und spürt die vibrierende Stimme dieser Insel in euren Knochen. Was gab ihr den Namen Blackreef? Lady Tabitha Blackreef, Forschungsreisende, eine urzeitliche Höhlenmalerei, reiche Kohlevorkommen, ein Seemannslied von Fishbone Keith, Igor Sörlings Lieblingsfarbe, die Rolle der Insel im Tabakhandel, das Herz der Pechmarie, Korallenbänke vor der Insel. Kein Plan. Gar keinen Plan. Ich habe auch keine Idee. Grab eure Zehen. Wo ist das? Träum mit mir. Lass den Schleier von Knochen und Elfenball zurück und wandere in unsichtbaren Welten. Da hier, versenke deine Zehen, steht hier. Ja, ist wahrscheinlich übersetzt oder so, keine Ahnung. Korallenformation an der Küste. Korallenbänke vor der Insel. Okay. Ich meine, macht Sinn, aber... Was ist der Ursprung von Eon? Der Fanclub von Plappermaul Frank Spicer, die Eoniacs. Das experimentelle Lieferbüro von Zborowski Logistics. Eine Erweiterung von Jagd auf den Eindringling, ein Spiel von Charlie Montague. Schriftstücke über die nicht mehr bestehende Eon-Initiative, entdeckt von Juliana Blake. Eine uralte apokalyptische Prophezeiung. Der gemeinsame Traum von Harriet Morse, Igor Serling und Dr. Venji Evans. Eine Unternehmensklausur vielversprechender junger Führungskräfte. Alexis Dorseys virtuelle improvisierte Harmonien. Ich bin eher bei dem gemeinsamen Traum von Harriet Morse, Igor Serling und Dr. Venjis. Venji Evans, so rum. Ursprung von Eon, eben nachgucken. Die gemeinsamen Ambitionen von Harriet Morse, ach, siehst du? Die 6. Für Eon ist diese Insel das schimmernde Juwel ein Hals der schönsten Frau der Welt. Was verspricht sich das Projekt von Blackreef? Piratenschätze, seltene botanische Arten zu wissenschaftlichen Forschung, die Erleuchtung und Erweiterung der menschlichen Möglichkeiten, Schutz vor Verfolgung, ein Weg zu den Sternen, die ultimative Party schimmernder Juwelen? Antworten auf die tiefgreifendsten philosophischen Fragen. Ja, ich bin eher bei der 3, auch wenn es zu 6 irgendwie geworden ist. Egal. Schimmernder Juwel, für ihr ist diese Insel schimmernder Juwel, bla bla bla, wo steht das denn hier? Hä? Ah, hier! Leute, die Übersetzung, die hier auf dem Ding steht, ne? Eon ziert diese Insel als kaleidoskopische Juwelen am Hals der größten Schönheit der Welt. Ist hier ein bisschen anders geschrieben, aber hey. Was sucht das Programm? Was verspricht sich... Ja, okay, ist das das Gleiche. Die Weiterentwicklung des menschlichen Potenzials und Erleuchtung. Das wäre richtig gewesen, lol. Cool. Und die letzte Frage. Karlsbucht, Twisted Rock und das labyrinthische Updam trugen stolz die Farben von Eon. Doch unter dieser schillernden Schicht schlummert eine Geschichte. Woher stammen ihre eigenartigen Namen?
Eon hat von einem militärischen Codenamen hergeleitet. Er hat sie von einem militärischen Codenamen hergeleitet. Vor dem ersten Tag beteiligten sich Internalisten an einem Namenslotterie. Bullshit und Bullshit? Dr. Venji Evans wählte sie aus einem alten, zerfledderten Wälzer voll erotischer Gedichte. Bullshit? Bei der Ankunft fand Eon sie in Blut an Wände geschrieben vor. Bullshit? Sie gehen zurück auf eine lange vergessene Fischersiedlung. Ich glaube, da waren die Fischer. Wenn es vorher nicht war, müssen sie hier sein. Sie spielt auf die Diskografie von Plattermal Frank Spicer an. Nein, sie feiern die Helden des Krieges. Das, was nur die Jahr war. Okay, ich bin bei 5. The Bay, The Rock und das labyrinthische Abdem tragen stolz Ehrenfarben, aber dieses Dekor täuscht über ihre Geschichte hinweg. Woher kamen die eigentümlichen Namen, die sie zieren? Ja, sie stammen aus einer verlorenen Fischerkolonie. 5. Ist ein Witz, oder? Keine Belohnung? Nichts? Einfach nur, jo, cool. Bitte, hervorragend. Du hast es geschafft, ich bin stolz auf dich. Gar nichts? Was für eine Enttäuschung. Wozu ist das? Es gibt keine Belohnung für die erfolgreiche Beantwortung aller Fragen. Alles, was ihr erhalten, ist ein Audiolog von Charlie. Dein Ernst? Das war für nichts? Danke. Danke. Oh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, muss ich sagen. Das ist ja stark. Okay, also den müssen wir morgens retten. Den hier müssen wir auch wahrscheinlich morgens irgendwie. Oder mittags retten, kein Plan. Ja, wahrscheinlich mittags, weil morgens kam ich hier nicht rein. Wir können es probieren nochmal, aber... Hm. Ja, und ansonsten war das jetzt hier ganz schön für den Arsch. Insgesamt. Cool. Danke für nichts. Toll. Was ich gerne noch machen würde ist, weil ich habe einfach sonst gar keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Ich würde gerne nochmal nachts hier hingehen jetzt. Und mir zumindest angucken, was diese Geschenke, also ich meine, diesen einen Code für dieses Geschenk. Weil ich wüsste halt wirklich nicht, wo ich diesen Code herkriegen soll. Also mir fällt auch kein logischer Punkt ein, wo ich dafür suchen müsste, ehrlich gesagt. Ich gucke die Sachen ja auch nur nachts, mache ich bei jedem Spiel übrigens. Wenn ich selber die Sachen nicht mehr machen würde, dann gucke ich sie nach, bevor ich sie komplett weglasse. Weil lieber nachgucken als nicht machen, aber lieber selber probieren als nachgucken, weißt du? Nur das würde ich jetzt stehen lassen. Ich guck mal ganz kurz. Dum, 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 dum. Ich guck mal gerade Code für Geschenk. Oder ich muss jetzt den Namen dafür nachgucken. Das ist auch vielleicht auch eine Idee. In Karlsbucht. Da holen wir uns jetzt den Hauptpreis. Ist egal wie, den holen wir uns jetzt. Und ich weiß, die Folge hat jetzt deutlich überlänger. Das mache ich jetzt auch nur, weil ich da so viel Bullshit abarbeite und sehr viel nachgucke. Sonst würde die halt nur eine Stunde gehen. Aber die hier hat jetzt eine besondere Überlänge. Wie ihr mitbekommt. Du glaubst nicht ernsthaft an dieses ganze Äon-Gedöns, oder? Äon hatte hehre Ziele. Die Erhaltung der hellsten Köpfe der Gesellschaft. Ist das ein Kompliment? Du bist Kontrollfaktor. Kontrast.
Ich bin also kein Soziopath, ein reiches Arschloch. Ah, nicht reich. Die ging schon hoch. Ein Unglück kommt ganz ruhig, ich weiß was. Hast du das gehört? Ich hab was gehört. Ja. Ich glaube, wir holen uns zuerst zwei Geschenke, die hier standen. Warum sind hier plötzlich so... Alter, hacken wir schnell. Oh mein Gott, geht das schnell. Alter, oh mein Gott, ist das stark. Cool. Ciao. Gibt Leute. Denk an was schön. Hier war doch immer noch ein Geschenk. Oder nicht? Ah, da. Klonk. Wenn zum Hacken auch dieses Aufsammeln von den Sachen dann noch zählen würde, das wäre cool. Ach Leute, hier ist auch ein Geschenk, das ich wohl übersehen. Das habe ich komplett übersehen. Okay. Bumm. Da mussten wir hier runtergehen am besten für, ne? Im Ernst? Entschuldigung. Ja, geht immer da suchen, ist mir egal. Tür ist blockiert. Die denkbar. Oder stehen die immer woanders, die Geschenke? Nee, tun sie nicht. Warte, J. Ich mach das mal an. 6727. Ich probier's mal aus. Wird nicht gehen, weil es der Seincode ist, aber. Ja, man hätte es probieren können. Okay, die denkbar. Die finkbar. Oder denkbar. Ich gucke einfach mal nach, ob ich dazu den Code finde. Weil ich werde jetzt danach nicht suchen. Die denkbar. Okay, ich glaube, ich hatte was zu gefunden. Nicht Escape. So. Bleib mir so ruhig. Bei welchen Ort sind wir eigentlich? Ein Komplex ist das, ne? Nee, Karlsbucht. Quatsch. Okay. Da findet man irgendwie nichts zu. Dann guck ich mal so. Finkbarcode einfach nur. Vielleicht finde ich dazu ja was. Ja, Cookies, bla bla bla. Erstmal ablehnen. Ich habe doch gerade eine Tür gehört, oder nicht? Weil. Like many other arcane games, it's full of secrets, bla bla bla. Bla bla bla. Ich mach das Ganze jetzt mit euch zusammen, weil sonst suche ich hier echt lange. Ist ja totaler Schwachsinn. Anstatt man einfach das mal findet, was man da sucht, nein. Alter, ich sag's euch, Internetseiten, was Spiele angeht, ist einfach so ein Müll geworden, ne, in der letzten Zeit. Es ist unfassbar. Think Barcode. Das ist so krass, wie Müll diese Seiten geworden sind alle, ne? Gehen wir einfach mal hier drauf, ist egal. Jetzt kommen erstmal die ganzen Cookies hier. So ein Müll. Opt out all. Okay, select erstmal wie scheiße. Karlsbucht sind wir nicht, ich hab schon wieder vergessen. Ja, Karlsbucht. Karls Bay, Code Locations.
Alter, guck, dass er wieder am Legen ist, die Scheiße. Ich überspringe einfach alles, was ich nicht brauche. Boatsman safe, ist mir alles egal. Alles egal. Ich will nur das eine wissen. Ja, yeah, war safe. Alter. Dein Ernst? Junge, ist das am Ruckeln, diese Seite hier? Alter. Die Seite ist halt schlimmer am Laden hier als... Oh mein Gott, ey. Das war jetzt doch nicht alles. Lächerlich. Nicht mal die Seiten sind gut, weißt du? Ach, geh doch weg mit diesen Kack-Cookies, Alter. Verpiss dich. Reject all hier. Verpiss dich, Junge. Okay, kann ich hier irgendwie nach Fink suchen? Box, bitte? Nein. Okay. Das lädt ja auch wie scheiße, ne? Das will ich alles gar nicht wissen. Ich gucke auch da gar nichts irgendwie an von den Codes. Ich scroll nur durch, bis ich ein Bild sehe, was ähnlich aussieht wie das, wo ich hier stehe. Alles andere ignoriere ich. Aber wobei, wir sind jetzt hier in der richtigen Gegend. Nee. Maskmaker, das sind wir auf jeden Fall in der richtigen Gegend. Das war's. Und Werbung, natürlich Werbung. Was für ein Kick. Before buying, before starting, bla bla bla. Okay, also alles komplett Schwachsinn. Im Endeffekt hilft's. Ich sag's dir, du kannst nichts mehr nachgucken, ne? Ist das schlecht. Magazin ist voll. Nur wie komme ich hier rein? Da gucken wir nach was anderem. Da gucken wir nach Presence. Weil es muss ja irgendwie einen Weg dazu geben. Devloop Presence. Heritage Gun. Ja, komm. Alter, es lädt halt nicht, ne? Ich glaube, es liegt übrigens an Steam tatsächlich, dass es langsam ist. Oh, die mit ihren scheiß Cookies, ne? Geht mir so auf den Sack. Uff. Heritage Gun. How to solve the Heritage Gun present. Okay. Door Code. Hangar 2. Mhm. There's not much strategy to opening them, then dragging them down. And trying your luck, however, remember that they can't be damaged, so watch out for mines attached to nearby walls and never try to shoot the presents open. Cool, man kann es also auch verkacken. Hätte ich mir irgendwie auch denken können, aber ist nicht so schlimm. Hier, Dawn of Reason Door Code Puzzle. Ach, das heißt Dawn of Reason, klar, natürlich. Auf Deutsch heißt es natürlich dann, das ist doch Schwachsinn. Egal. Dawn of Reason. The most devilish puzzle in Carl's Bay sits in the Dawn of Reason nightclub, snuggled in the tunnel underneath the cliff face. Outside the front door is a lever which opens the lock and starts the timer, but you don't want to pull it yet. To the right of the front door is a walled yard. Here you will find another door to the Dawn of Reason, but it's blocked. Tilt your head skyward and you will see an open passage you can jump or shift through. Da bin ich reingehüpft, giving you access to the inside without the timer running. Over on the left hand side of the club. Ich war gerade mal gucken, weil ich mich hier irgendwie komisch bewege, ob da irgendwas was passiert, aber ist egal. Is a present box inside a chamber sealed with a code lock. To get the door code, you need to find murals painted on the wall around the club. Here's where things get even more devious. The murals are in different locations and show different numbers on different cycles. And the codes are random from player to player. This is why you didn't want to find them with a time limit. Oh mein Gott. You are looking for four painted white circles with one red block showing the number on the circular code. Da wäre ich safe never drauf gekommen. Also ohne Witz, niemals. Luckily there's always one just above the code itself. Echt jetzt? Oh mein Gott. Sorry, aber das hätte ich mir halt wirklich, wirklich nicht gedacht. Da mache ich mal ganz kurz so. Ich suche einfach irgendeinen Keck hier aus, den ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wer es ist. Egal, ich mach's mal an. Und schreibt mir dann in seinem Chat kurz. Ach, wobei ich nehme einen, den ich vielleicht doch ein bisschen besser kenne. In manchen Aufnahmen ist der Liam bei.
Den Keck nehme ich ganz kurz und schreibe mir es da auf. 1, 2 und 3 und 4. Alter, da hätte ich niemals mit gerechnet, tatsächlich. 2 war 0. Ich bin klar, wenn es jetzt dadurch sehen könnte, aber das habe ich halt wirklich nicht gerafft. Respekt. Hätte ich echt nicht gesehen. Krass auf jeden Fall. Und den Schalter fürs Timelock habe ich übrigens auch nicht gesehen. Aber naja. Das ist auch der Grund, warum ich sowas dann nachgucke, weil sowas hätte ich sonst einfach nicht gemacht. Bin ich ehrlich. Und das ist echt ein Hebel gewesen? Lol, Alter, ich habe den halt nicht gesehen. Krass. Da war irgendwas. Ist die Frage, wo die jetzt sind. Entschuldigung, aber das hat sich so angeboten, Kumpel. Oh, lol, Verhaltensregeln. Willkommen im Eon Coitus Zentrum. Denkt daran, hier gilt das ABC der fleischlichen Lüste. A. Abspritzen und flitzen. Lol. Begegnungen im Coitus Zentrum enden an der Tür und haben außerhalb der Einrichtung nichts verloren. B. Bumsen, nicht bummeln. Das Coitus Zentrum existiert einzig zum Zweck der eigenen oder gegenseitigen sexuellen Befriedigung. C. Camouflage. Masken müssen jederzeit getragen werden. Unmaskierter Kontakt kann zu Verbundenheit und in ernsten Fällen sogar zur Prägung führen. Vielen Dank. Hey, brauchst du noch eine Maske oder jemanden für die Mitte? Bei Bitte lächeln wirst du fündig. Ab ins Vergnügen, Amador. Kann man das nutzen? Theoretisch? Wäre witzig, wenn man das irgendwie so mit Maske kriegt und hier reingehen kann oder so. Du, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wo ich dafür gucken soll. Aber erstmal töten wir die. Oh, jetzt sind wieder viele Leute. Schätze aus dem Eis, ja. Ich finde es interessant, wie viele Superleute mittlerweile rumlaufen mit so einem Scheiß. Was tickt denn hier so? Ach Leute, das Geschenk. Ah, das hat mir Schaden gemacht. Krass. Ah, da liegt noch ein Siegel, das ist da so rum. Ah, nee, doch da. Ich höre hier immer noch eins. Okay. Nehmen wir alles mit. Ja, okay, den Code habe ich jetzt trotzdem nichts gefunden. Auch noch ein Siegel. Wahrscheinlich, wenn ich das drücke, mit einem Zeitlimit, wird mir wahrscheinlich angezeigt, wo die sind. Ist nur so ein Guess. Brauche ich nicht. Da kann ich ewig versuchen. Oh, hier war auch ein Geschenk. War. Okay, ich gucke ganz kurz nach, wo die sind. Weil. Ach, die sind alle in der grünen Bar. Oh mein Gott. Ja, hätte ich mir auch denken können. Ich hätte sogar die Bilder gesehen, aber das war das, was ich meinte. Diese Information, ich lese wirklich nur den Text. Ich ignoriere wirklich das andere. Das mache ich mit Absicht, damit ich das halt... Ja, versuche selber herauszufinden. Habe ich versucht, nicht hingekriegt. Jetzt gucken wir hier. Und hier sind echt solche Kreise? Ah ja, hier. Was war das jetzt gerade? Ein Glas oder was zum Lesen?
Hier muss ich von da gucken. Das ist irgendwie komisch. Außer wir gucken so. Das ist dann wieder was anderes. Das sind auf jeden Fall zwei halbe Kreise so. Aber ohne Nummer und ohne... Hä, wie war das denn hier? Lol, echt jetzt? Alter, ohne Witz. Krass. Krass. Okay, 4 ist 9. Krass. Nicht mal das hätte ich jetzt hingekriegt. Starke Leistung auf jeden Fall. Wozu ist denn das da? Ah. Dann ist 1 gleich 0. Und die 3, die haben wir jetzt hier. Die 3 ist dann halt das da. Also die 1. 0019. Zugegeben. Eigentlich ein saucooles Rätsel, wenn man das hier gerafft hätte. Aber hier ist so viel visueller Eindruck, das habe ich echt nicht gesehen. Aber cool. Ich bin froh, dass ich das nachgeguckt hätte, weil das hätte ich sonst nicht gemacht. Zierig werden. Ziemlich cool. Das war wieder ein besonderes Siegel. Mal gucken, wofür es denn gut ist. Oh Leute, jetzt ist hier offen. Ist sehr witzig. Okay, cool. Ja, den Schalter habe ich übrigens auch nicht gesehen. Also, fand ich gut, dass ich es gemacht habe, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich das halt wirklich nicht gemacht. Das hätte mich geärgert. Wirst du machen, büßt! Junge! Ja, war jetzt wieder nicht so schwierig, euch jetzt zu töten, aber hey. Mal kurz ein bisschen Munition mitnehmen. Einmal geht noch. So, wo sind noch welche? Ach lol. Diese waren die alle da unten. Deswegen waren da so viele Geschenke. Da, es ist nur noch eins im Hangar. Oh, dann mal ab dafür. Cool. Dann gehe ich da mal hin. Die Frage ist, wenn es jetzt hier zu ist. Oh. Wie komme ich denn da rein, wollte ich gerade fragen. Alter. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Hey, lol. Ich höre so viele krasse Geräusche. Junge. Also die Geräuschkulisse in dem Spiel ist halt echt krass. Leute, hier sind ja 4 Hebel. Die Schafe sind verloren. Oh Gott, nicht runterfallen.
Lol. Was ein Move. Da ist noch einer da oben. Okay. Das ging. Ein Vierfünder. Dein Ernst? Das ist ja eine pure Enttäuschung. Egal. Ich bin hier aus einem ganz bestimmten Grund und den holen wir uns jetzt ab. Huch, nicht runterfallen. Nee, Moment. Ich bin ein zu tief hier. Oh, da ist auch noch eine Tür. Alter, wie viele Codes gibt es hier auch einfach, ne? Da komme ich raus. Glaube ich. Ja. Okay, boah, ich hoffe, es hat sich gelohnt, sonst wäre das echt traurig. Wenn es so wie die Jahre war, ist du pure Enttäuschung. Hallo? Ach so. Ein Zeitlimit. Echt jetzt? Weißt du, ich finde es ein bisschen gemein. Warum immer Zeitlimits? Ich suche halt nur nach den Schalter, wenn nämlich unten schon einer ist, sind hier ganz viele. Wir haben hier einen. Da einen. Hier ist auch. Da ist einer. Hier sind zwei. Oh mein Gott. Und dieses komische Ding, was mir auf den Sack geht und mir den Sound komplett versaut. Das könnte am nervigsten sein, das Teil. Das war sehr hilfreich. Oh mein Gott, ich muss hier durchkommen. Trotz Laser. Ich hab ihn berührt, oder? Na, war ja klar. Okay, man kann zwar wieder von vorne beginnen. Das ist gut. Der ist es. Der ist ja mega kacke. Okay, schwierig. Also, das ist ja so schon viele Schalter, aber dann noch mit Laser dazu? Knackig. Vielleicht unten drunter? Oh mein Gott. Ja? Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ja!
Du verursachst mehr Schaden, wenn du dich in der Luft befindest. Kann wahlweise Geschosse oder Schrot abfeuern. Oh mein Gott. Das war anstrengend. Altes Geräusch ist hier mal übel zum Kotzen. Scheiße. Okay, das ist interessant. Eine interessante Waffe, nur das Geräusch ist halt echt ätzend. Aber immerhin hat sich das gelohnt. Immerhin etwas. So, ich sag's ganz ehrlich, dieser Maskenladen... Den mache ich jetzt einmal, aber auch nur aus einem einzigen Grund. Weil ich die Möglichkeit sehe, nochmal unsere Tafel aufzuwerten. Die, womit wir die Gegner verbinden. Also die von Harriets Tafel. Ansonsten gehen wir danach wieder auf die normalen Quests ein. Aber bis dahin, das war jetzt eine Folge, die fast doppelte Länge hatte. Einfach nur wegen dem Zeug hier. Und die rüsten wir noch eben ganz kurz aus. Hier macht es schon Sinn, die Feuerrate zu erhöhen, oder? Oh. Was ist das hier gewesen? Viel mehr Munition aus allen Quellen, spare eine Zeit und hast du dann los. Ja. Geht so. Also die reichen wir auf jeden Fall an. Das wäre sonst sehr traurig. Alles Blaue kann weg. Brauchen wir nicht. Alles weg. Die weg. Kraftsäure kann weg. Weiß ich nicht. Wundbrand, wenn du einen Gegner verwundest, wird die Zeit zu seiner Heilung stark verlangsamt. Das kann auf jeden Fall alles weg. Viel größere Distanz, vollen Schaden. Die behalten wir mal. Ja, mehr haben wir eigentlich noch nicht. Er hatte 33.000 Residuum. Zu viel. Starke Leistung. Dann rüsten wir sie eben ganz kurz mit Zeug aus, die Shotgun. Oh, die ist sogar schon direkt da drin. Cool. Brauchen wir nur noch ein vernünftiges MG, das wäre noch richtig schön. Also noch ein richtig heftigeres MG als jetzt schon. Reduziert stark den Rückstoß. Ja, Perforator finde ich mit der Shotgun eigentlich ganz interessant. Bin ich ehrlich. Die Feuerrate deiner Waffe erheblich. Finde ich bei der hier, glaube ich, auch ganz wichtig, weil die wirkte sehr langsam. Und dann wäre noch Hüftgold ganz gut, ne? Weil es eine Shotgun ist. Oder große Büchse. Doch schwer auch noch ganz nett. Aber schnell laden wäre halt auch noch relativ wichtig. Aber ich habe bis jetzt immer gelöscht, die Sachen, ne? Muss ich aus der anderen Shotgun rausholen. Ja, muss ich aus der anderen Shotgun rausholen. Aber ist ja kein Problem, die nutzen wir eh quasi gerade nicht. Hüftgold, Perforator und Schnelllader. Noch mal Schnelllader raus. Bietet sich ja an. War lieber schneller laden als mehr Magazingröße. Das habe ich gelernt. Immer Schnelligkeit ist immer wichtiger als Fülle. Ne? Man hat auch so gelernt, es ist schneller, die Waffe zu wechseln, als nachzuladen. Hier ist es umgedreht in Spielen. Hier ist Nachladen schneller als Waffe wechseln. Das fast immer. Also, wenn man schnell lädt. Ja, bei normalen Spielen natürlich. Ich sag mal, wo das, ich sag mal, logischer ist, da ist Waffe wechseln schneller. Egal wie, hier finde ich Schnellladen besser. So, vernünftige Shotgun haben wir jetzt. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, arsenalmäßig, die Waffen, die haben wir, aber... Da wird es eine Waffe für sehr großen Fernkampf haben. Würde mich interessieren, ob diese Autokonstante nicht doch sehr geil ist.
dass wir diese Pfeffermühle gar nicht nutzen, sondern wir stattdessen Meisterschütze, große Büchse, Schnelllader auch mal kurz Schnelllader rausnehmen und die vielleicht mal tauschen gegen das hier. Ob das vielleicht Sinn macht. Schnelllader. Den Rückstoß können wir gerne machen. Und ein großes Magazin. Da wir aber eh schießen können, während wir nachladen. Wir zwei Magazine haben, macht schneller da auch nicht unbedingt so viel Sinn tatsächlich. Erhöht die Feuerrate deiner Waffe erheblich. Das macht dann schon wieder Sinn. Und das Magazin erweitern. Also Rückstoß und Feuerhagel. Viel größere Distanz, vollen Schaden wäre auch noch eine Überlegung. Wir machen hier mal ganz schneller da wieder rein. Große Büchse und Meisterschütze. Ja, das Zielen brauchen wir jetzt nicht unbedingt schneller machen. Und hier haben wir jetzt große Büchse. Stoßdämpfer, weil die halt doch dann wahrscheinlich, weil die automatisch schießt, doch sehr weit nach hinten schlägt. Und wir haben die Feuerrate nochmal erhöht. Also eigentlich finde ich das jetzt ganz cool mal zum Testen. So, jetzt haben wir drei legendäre Waffen. Cool. Kann man sich mal angucken. Und beim nächsten Mal gehen wir nochmal ganz kurz zu Harriet vorbei und knallen hier aber ganz kurz was von Latz. Ich würde sagen, danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.